Herzlich willkommen hier auf über 2400 Meter Seehöhe, circa. Es ist schon ein bisschen dunkel, aber es geht noch. Mit einem weißen T-Shirt klappt es doch. Wie können wir negatives Denken loswerden? Wie können wir das echt machen? Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Es ist tatsächlich möglich, sein eigenes negatives Denken loszuwerden. Was glaubst du? Wie viele Gedanken denkt ein Mensch durchschnittlich pro Tag? Was glaubst du, wie viele sind es? 5.000 oder 7.000 oder 10.000? Es sind sage und schreibe ca. 70.000 Gedanken am Tag. Stell dir das mal vor. Unglaublich, oder? Unglaublich. Dabei haben wir eine Eigenschaft ein bisschen übersehen oder verlernt. Wir haben verlernt, dass unser eigenes Denken unser Diener ist und nicht der Chef. Und wir, sehr viele von uns, glauben, unser eigenes Denken, unsere innere Stimme ist der Chef. Und gerade jetzt, du merkst es selber, von allen Seiten, von den Nachrichten, von irgendwelchen Informationsquellen, die aktuelle Situation, es kommen sehr viele negative Dinge von außen auf einem zu. Und wenn man da nicht gut steht, vom Mindset her, vom Denken her, dann zieht einem das noch doppelt so weit oder so schnell runter. Und das ist alles andere als angenehm. Und wenn dann noch negative Einflüsse von außen kommen oder wir selber negatives Denken pflegen, dann wird diese Negativspirale immer noch intensiver und wir landen schlussendlich in einer tiefgreifenden Depression. Und das ist doch das, was wir nicht wollen. Wie kann man aus seinem eigenen negativen Denken rauskommen? Die innere Stimme im Kopf. Und stell dir vor, du begegnest jemanden auf der Straße, derjenige spricht mit sich selber und du schaust genau, nein, da ist niemand, da ist nur er. Er spricht mit sich, er unterhält sich mit sich. Und du denkst dir dann, ja, eigentlich braucht der jetzt irgendwie psychologische Hilfe oder eine Therapie oder irgendetwas, jemand, der ihm hilft. Aber ganz ehrlich, wir alle, wenn wir unterwegs sind, denken ja nicht laut, aber still. Wir unterhalten uns mit unserer eigenen Stimme. Und weil es alle machen, glauben wir, es ist normal. Wir glauben, das ist normal, dass diese innere Stimme permanent da ist und zum großen Teil immer negativer wird. Und dieses Negative hat einen Grund, hat eine Ursache. Wohin geht aktuell deine Aufmerksamkeit? Und es gibt drei Möglichkeiten. Geht deine Aufmerksamkeit aktuell ins Hier und Jetzt, in das, was jetzt gerade ist, in das Heute, in dein Heute, in deine aktuelle Lebenssituation, in das, was jetzt ist. Zweite Möglichkeit. Geht deine Aufmerksamkeit eher in die Vergangenheit? Denkst du eher an die Vergangenheit und denkst an dein inneres Kind von früher und was alles passiert ist und deine Erlebnisse und deine Erfahrungen? Dritte Möglichkeit. Geht deine Aufmerksamkeit eher in die Zukunft? Denkst du dir, ja, in der Zukunft, das wird dann sicher besser werden. Wenn du eher an die Zukunft denkst und eher an die Vergangenheit denkst, dann bist du mit deinem Fokus, mit deiner Aufmerksamkeit nicht hier. Gleichzeitig passiert etwas. Wir gehen davon aus, der jetzige Moment ist nicht gut. Wir fangen an, den jetzigen Moment nicht zu mögen. Den Moment in der Zukunft definieren wir als besser. Wir sagen, dann wird es besser. Wenn wir das Ziel erreichen, ist es besser. Aber jetzt ist es nicht gut. Und da passiert uns etwas ganz unbewusst, das wollen wir alle gar nicht. Wir rutschen vollautomatisch in ein tiefes inneres Mangeldenken. Denn in Wirklichkeit gibt es eine einzige Zeit, eine einzige Zeitrealität und das ist das Jetzt.
Es ist immer jetzt. Und wenn wir unser Licht, unsere Aufmerksamkeit in die Zukunft werfen, dann beleuchten wir die Zukunft, sind nicht im Hier und Jetzt. Und also die Nebenerscheinung von diesem Verhalten ist, wir rutschen in ein Mangeldenken. Wir gehen davon aus, dass was jetzt ist, ist nicht gut, das wollen wir nicht. Wir wollen das, was in Zukunft ist. Und somit sind wir alle im Mangeldenken. Und Mangeldenken und Negativität sind Brüder. Wir wollen dies nicht, jenes nicht und das ist auch nicht gut und dies ist auch nicht gut. Und der hat ja gesagt und das ist und das. Eigentlich ist das alles schlecht. Aber in der Zukunft wird es besser werden. Wie kommt man da wieder raus? Eine kleine Übung. Gelingt es dir, dein eigenes Denken für einen Moment stillzuhalten? Welcher Friede, welche Ruhe kommt da auf? Wow! Eine kleine Übung. Beobachte dein eigenes Denken wie eine Katze, wenn sie vor dem Mausloch sitzt. Die Katze wartet auf eine Maus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine Maus kommt, ist nicht sehr groß. Das heißt, sie wartet. Beobachte deine nächsten Gedanken, so wie eine Katze. Sag zu dir, ich warte jetzt auf den nächsten Gedanken. Mach das mal jetzt, gerade jetzt. Ich warte jetzt auf den nächsten Gedanken. Und bei mir kommt jetzt überhaupt gar kein Gedanke, nichts. Und diese Ruhe, die da entsteht, wow, eine kleine Übung, sein eigenes Denken gerade jetzt mal ganz kurz auszuschalten. Ich habe noch einige Übungen für dich, wie du aus dem negativen Denken rauskommst. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir unser Licht, unseren Fokus vermehrt ins Hier und Heute legen. Das heißt, natürlich wollen wir Ziele erreichen. Ganz klar. Ein kleines Beispiel. Du möchtest den Mount Everest erreichen. Du hast das Ziel, auf den Mount Everest zu gehen. Und jemand sagt zu dir, hey, ich bring dich mit dem Hubschrauber auf den Mount Everest. Frage an dich, erfüllt dich das? Sagst du dann, ja, hurra, super, ich war dann auf dem Mount Everest? Du wirst höchstwahrscheinlich sagen, nein, ich will nicht mit dem Hubschrauber zum Mount Everest. Ich will hingehen, ich will das Erlebnis haben. Siehst du? Das Ziel, das wir erreichen wollen, alle Ziele, die wir jemals erreichen wollen, die machen uns, halt dich fest, nicht glücklich. Die machen uns nicht glücklich. Es geht auch nicht darum, keine Ziele anzustreben, das heißt, immer am gleichen Punkt, am gleichen Fleck zu stehen. Darum geht es auch nicht. Es geht um das, was dazwischen liegt. Es geht um die Reise dorthin. Das heißt, die Reise von A nach B. Das ist es, was uns erfüllt. Das ist es, was uns Freude macht. Und natürlich muss man da Vorbereitungen treffen. Und genau dafür haben wir den Verstand. Wir brauchen gutes Schuhwerk, wir brauchen eine Ausrüstung, wir müssen planen, wie kommen wir dahin, wer begleitet uns, wie funktioniert das alles und so weiter und so weiter. Das wird eine Expedition. Und so ist es doch bei all unseren Zielen. Und da fliegt jetzt auch wieder jemand zum Mount Everest, Spaß beiseite. So ist es bei all unseren Zielen. Wir sind auf dem Weg und genau das ist es, was uns wahrlich erfüllt, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn wir unseren Fokus die ganze Zeit in die Zukunft lenken, dann haben wir unseren Fokus nicht da, wo er hingehört. Und zwar im Hier und Jetzt, indem dass wir jetzt den nächsten Schritt setzen. Und wenn du das machst, dann kommst du sehr schnell aus einem Mangeldenken heraus. Denn du kannst das Hier und Heute, das Jetzt erleben, genießen, feiern. Auch wenn es nicht angenehm ist. Du bist jetzt da, du weißt jetzt, was zu tun ist.
Ziele machen uns definitiv nicht glücklich. Der Weg dorthin ist es. Und so könntest du eine ganz nebenbei Übung machen. Bei all deinen Herausforderungen im aktuellen Leben, jetzt, könntest du sagen, auch jetzt bin ich wieder am Weg. Ich bin jetzt wieder auf einer Reise. Ich möchte dies und jenes erreichen. Ich bin jetzt auf der Reise dorthin. Stell dir vor, das ist genial. Das ist das, was erfüllt. Das heißt, unser Licht dahin richten, um das, was es geht, ums Jetzt. Und jetzt habe ich noch ein paar Übungen, wie du aus dem zwanghaften Denken rauskommst. Denn wir erinnern uns, unser Denken ist eigentlich unser Diener. Wie die Hand, wie der Fuß, wie die Niere, Verdauungsapparat. Dafür ist unser Denken da. Unser Denken hilft uns, auf unserer Reise unterwegs zu sein. Aber wenn unser Denken Probleme macht und diese dann lösen möchte, dann wird es ziemlich kompliziert. Ganz nebenbei, für ein Problem brauchen wir immer Zeit. Stell dir das mal vor. Eine Frage. Hast du jetzt in diesem Augenblick, in diesem Moment, hast du jetzt ein Problem? Jetzt. Deine Antwort wird höchstwahrscheinlich sein, nein, jetzt habe ich gerade keins. Allerdings, wenn wir über unser Leben nachdenken, über unsere Lebenssituation, dann fangen wir an, diese Lebenssituation zu bewerten und sagen, oh, das ist nicht gut, nein, das ist schlecht, das ist ein Problem. Und das Problem muss ich oder will ich jetzt lösen. Siehst du, für ein Problem braucht es Zeit. Im Hier und Jetzt gibt es Situationen, die wir entweder ändern oder eben nicht. Übungen. Ganz klare Übungen für dich. Und übrigens, schreib gerne unten in die Kommentare, wie du das Thema siehst. Wo stehst du aktuell zu diesem Thema? Gelingt es dir? Hilft dir dieses Video, aus deinem zwanghaften Denken rauszukommen? Wie siehst du das? Ich lese diese Kommentare immer sehr, sehr gerne. Übungen. Drei Übungen. Bei der ersten Übung, da bin ich eher nicht so, also die würde ich selber nicht machen und auch nicht empfehlen. Aber in der modernen Psychologie werden diese Übungen alle drei angewendet und darum, übrigens hat der Buddha sie auch erwähnt, ja dann. Erste Übung, vielleicht hilft sie dir ja. Wenn negative Gedanken kommen, wandle sie um in positive Gedanken. Okay, ich gehe schnell zur zweiten Übung. Zweite Übung, die macht mir selber sehr viel Spaß. Zweite Übung, beobachte dein eigenes Denken. Wie die Wolken hinter mir oder die leichten Wellen in diesem See hinter mir. Beobachte dein eigenes Denken. Schau auf dein eigenes Denken. Und du wirst merken, das ist möglich, das gelingt. Weil es gibt etwas in dir, das kann das eigene Denken beobachten. Und jetzt ist unser Denken der Diener und nicht mehr der Chef, denn der Chef bist du, dein inneres Bewusstsein ist der Chef. Du kannst dein Denken beobachten. Beobachte es und du wirst merken, das Denken wird ruhiger. Es wird leise. Es wird leicht. Es ist wie der Wind, er geht vorbei. Beobachte dein Denken. Das ist die grande Übung. Dritte Übung, da gibt es noch eine Übung. Wenn dein zwanghaftes, negatives Denken zu stark wird, dann kannst du einen Radikalen machen. Der Radikale heißt, zum Beispiel, jetzt kommt ein zwanghaftes, negatives Denken. Jemand hat dich getriggert oder du siehst etwas oder du denkst gerade über dein Leben nach und bekommst Negativität, Frust, kommst in ein negatives Denken. Dann kannst du sagen, halt, stopp, aus, fertig. Das kannst du wirklich sagen. Du kannst sagen, halt, stopp, aus. Nein, nein, aus jetzt. Und dann wirst du merken, dein Diener, dein Denken, hört auf. Es hört auf. Vielleicht nur für einen kurzen Moment, aber das macht nichts. Du bist der Chef. Du sagst, was Sache ist. Du sagst deinem Denken, was passiert und was nicht passiert. Und alle, die so zwanghaft so dahin denken, in eine Negativspirale rutschen, du weißt jetzt warum, weil wir unseren Fokus zu weit in der Zukunft haben,
Da kann man beobachten, sein eigenes Denken beobachten. Oder wie die Katze vor einem Mausloch warten auf den nächsten Gedanken. Machen wir es gerade nochmal. Warten wir jetzt auf den nächsten Gedanken. Also bei mir kommt gerade nichts. Wie ist es bei dir? Beobachte dein eigenes Denken. Du wirst merken, das ist möglich. Das geht wirklich. Du kannst dein eigenes Denken beobachten. Und wenn es zu scharf wird, zu extrem, zu radikal oder zu negativ, dann sagst du, halt, stopp, aus, Schluss. Dann hört's auf, weil du der Chef bist. Hey, raus aus dem negativen Denken. Von außen kommen jetzt so viele Einflüsse. Du weißt jetzt, wie du mit diesem Thema umgehen kannst. Ich freue mich, dass du bei diesem Video dabei warst. Schön, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefällt. Abonniere diesen Kanal und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Pieti, Servus, bis bald.